Früher glaubten die Amazonas-Indianer, das Gold sei vom Himmel gefallen. Nach der Explosion zweier Sterne sei ein Meteoritenregen auf die Erde niedergegangen. So sei das Gold auf unseren Planeten gelangt, wo es unter der Erde verborgen blieb. Die Baselworld, eine internationale Messe der Uhren- und Schmuckindustrie, präsentiert viel von dem Gold, das aus Flüssen und Minen gefördert wird. Renommierte Hersteller zeigen hier ihre neuesten Kollektionen und machen große Geschäfte. Doch an keiner Vitrine findet sich ein Hinweis, woher das Gold stammt. Es gibt keinerlei Herkunftsangaben, keine Rückverfolgbarkeit. Der Weg, den das Gold nahm, bevor es diese stilisierte Form bekam, bleibt ein Geheimnis. Umweltaktivisten stören die Beschaulichkeit und fördern zutage, worüber gerade hier nicht gerne gesprochen wird. Dirty Gold. Heute sind 90% des Goldes schmutzig. Es schafft ökologische Probleme, Umweltschäden, Menschenrechtsverletzungen. Das Edelmetall steht allzu oft für Zerstörung. In Brasilien demonstrieren NGOs und Vertreter der großen Indianerstämme am Amazonas gegen den Bau des Belo Monte Staudamms. In Brasilia beteiligt sich auch Rauni, der Häuptling der Kayapo, an den Protesten. Hinter diesem Staudamm, der einen Teil ihres Gebietes überfluten und einen anderen trockenlegen wird, steht Belo San, der größte Goldminenbetreiber Brasiliens. Wie für die Mehrheit der Indianer Südamerikas war das Gold für Yuma schon immer ein Fluch. Auch heute noch zerstört die Suche danach die Stammesgebiete. Was ist der Zweck von Belo Monte? Ein großer Damm, genau hier, soll den Xingu-Fluss aufstauen, wodurch ein künstlicher See entsteht. Mit dem Wasser aus diesem künstlichen See will man Energie erzeugen. Das hat drastische Folgen für die Menschen, die an der Volta Grande, der großen Schleife des Xingu, leben. Denn die wird austrocknen. Wo das Wasser umgeleitet wurde, ist es jetzt trocken. Dort werden sie das ganze Gold aus der großen Schleife des Xingu holen, eine der schönsten Gegenden hier. Sie muss erhalten werden, denn dort ist die Wiege unserer Geschichte, der Geschichte unserer indigenen Gemeinschaft. Meine Großmutter hat dort gelebt, unsere Vorfahren. Sie haben uns all diesen Reichtum hinterlassen. Lange vor der Entwicklung dieses gigantischen industriellen Förderprojekts hatte schon eine andere Invasion das Leben am Amazonas durcheinandergebracht. Die der Garimpeiros, der illegalen Goldsucher.
Zu Hunderttausenden waren sie auf der Suche nach dem neuen Eldorado. Bereit, alles zu tun für das schnelle Glück. Ein neuer Wilder Westen. Die Kayapo-Indianer leben im südlichen Amazonasbecken und am Fluss Xingu. Raoni ist eine Symbolfigur im Kampf um den Erhalt des Regenwaldes. Er hat keine Angst, seine Meinung zu sagen und stellt sich Fremden, die unerlaubt hierher kommen, in den Weg. Die Kayapos gehen entschlossen gegen illegale Goldgräber vor, die sich auf ihrem Land niederlassen wollen. Die Regierung hat die Schutzbedürftigkeit erkannt. Den Wald und alles um uns herum zu zerstören, ist für den weißen Mann normal. Wenn ein Garimpeiro, ein Goldgräber, nach Gold sucht, nimmt er auf nichts Rücksicht. Er vergiftet die Erde. Und wenn es viel regnet, kommt das alles mit runter. Das macht uns Sorgen. Darum lassen wir Kayapo, die Garimpeiros, nicht auf unser Land. Kommt nur auf unser Land. Wir werden kämpfen. Wir töten die Garimpeiros, die Goldsucher, wenn sie es wagen, unser Land zu betreten. So banal diese Arbeit wirkt, dahinter verbirgt sich eine wahre Invasion. Grenzen werden überschritten, entlegene Gebiete besetzt. Mit Wasserschläuchen werden auch bedenkenlos die Flussufer zerstört, um an das Gold zu kommen. Weltweit gibt es heute etwa 15 Millionen Goldsucher. Nur dieses Foto existiert noch vom Massaker an den Yanomami-Indianern aus Hashimu. 1993 kamen Goldsucher in ihr Dorf und töteten 16 Männer, Frauen und Kinder. Ein Massaker, um dieses Gebiet zu besetzen. Auf dem Foto halten die Überlebenden Körbe mit den verkohlten Überresten ihrer Familien und deren Habe in den Händen. Heute bedrohen erneut Minenprojekte ihr Land. Das Yanomami-Gebiet ist ein Eldorado. Das hier ist das Yanomami-Gebiet. An vielen verschiedenen Orten sind Goldsucher am Werk, auch in den Flüssen. Darüber hinaus auch auf venezolanischem Gebiet, wo ebenfalls Yanomami leben. Das gesamte Yanomami-Gebiet ist für den Abbau von Interesse. Wenn das Gesetz durchkommt, das den Abbau auf ihrem Land erlaubt,
ist das ein Freibrief für alle. Und die Yanomami werden die Arbeiten zulassen müssen. Gold bedeutet Sicherheit für das Land, Sicherheit für die Flüsse, die Berge, die Wälder, damit sie nicht absinken. Männer denken, Gold sei nur dazu da, um daraus Ohrringe für ihre Frauen zu machen, damit sie hübsch aussehen. Das denken sie. So denken Männer aus der Stadt. Sie wollen nur ihre Frauen schmücken und ihre Häuser, damit alle sehen, was sie haben. Der Boden hat Vorrang vor allem. Der Boden ist unser Wohlstand. Ich kümmere mich nicht um unseren Wohlstand und auch nicht um die Wälder. Der Boden sorgt für den Wohlstand der Welt. Der Boden produziert Nahrung. Wir Indianer pflanzen an, die Weißen pflanzen an und der Boden lässt es wachsen. Geld nicht. Du nimmst das Gold, baust dein Haus, da wächst nichts. Die weißen Männer verdienen Geld, bringen es zur Bank und legen es in einen Safe. Geld wächst nicht. Es dreht sich im Kreis wie eine Schallplatte. Immer dasselbe Stück. Gebrauchtes Geld. In Großbritannien kämpft der Juwelier Alan Frampton für einen Fair Trade Goldstandard. Für Gold, das fair gehandelt und verantwortungsvoll abgebaut wird. That's what we call a diamond cut. It's not actually got diamonds in it. It's just the way we've cut the gold to give it a little bit more sparkle. Yeah, I like that. If you like that? Can I see? Are you right? What about is the you as well? Are you going to have a yellow one or are you more I'm definitely white gold. Mm. You like that? Yeah, it's beautiful. I like it. Beautiful, very, very traditional. And classic. Classic, yeah, exactly. Ich komme aus der Frischwarenindustrie. Dort ist die Transparenz und Nachvollziehbarkeit, die Traceability, hervorragend. Schon seit Jahrzehnten. Wenn ich mir den Schmuckwarenhandel anschaue, denke ich, dass man dort zu nachlässig war mit der Rückverfolgung der Lieferkette. Ich denke dabei an die Probleme mit den Minengesellschaften, wie sie mit Menschen umgehen, mit der Umwelt. Der Handel drückt da beide Augen zu. Der Ausdruck Dirty Gold, schmutziges Gold, ist schon ziemlich schockierend. Ich hätte einen anderen Begriff vorgezogen, der unverfänglicher ist. Eine größere Anschaffung und eine schöne goldene Uhr gehört schließlich dazu, muss man mit gutem Gewissen machen und sich darüber freuen können, ohne sich Gedanken zu machen, wo das Material für diese Uhr herstammen mag. Fragen Sie mal die Leute, wo ihre Eheringe herstammen. Sie wissen es nicht. Die gab es halt beim Juwelier. Ihnen ist nicht klar, welche Folgen dieser Kauf für die Menschen im Herkunftsgebiet des Goldes gehabt haben könnte. In der Region Madre de Dios schürfen zehntausende Garimperos illegal nach dem Edelmetall. Jeden Tag liefern Tankwagen mehr als 60.000 Liter Benzin für den Antrieb ihrer Pumpen. Ja.
Unsere Regierung hat erkannt, wie wichtig der Schutz der Biodiversität von Madre de Dios ist und hat Maßnahmen ergriffen, damit der Abbau kontrolliert erfolgt, sozial und umweltverträglich. Die Goldsucher werden von staatlicher Seite erfasst, damit sie für entstandene Schäden später herangezogen werden können. Sie müssen das Terrain egalisieren, wieder aufforsten und soweit möglich in den Ursprungszustand zurückversetzen. Die illegalen Goldwäscher sind in Gebiete vorgedrungen, in denen das verboten ist. Aber in diesem Land geht der Staat Konflikten aus dem Weg. Er hat große Angst vor den politischen Konsequenzen von Konflikten, bei denen es Tote oder Verletzte geben könnte. Deshalb erteilt er lieber eine Genehmigung nach der anderen. In der Region Madre de Dios werden jährlich etwa 40 Tonnen Gold gewonnen. Dafür wird die doppelte Menge an Quecksilber benötigt, also etwa 80 Tonnen Quecksilber. Der schwarze Sand, der sich abgesetzt hat, kommt da rein und wird dann mit Quecksilber vermischt. Wir würden diese Technik gerne durch eine bessere ersetzen. Die Goldwäscher von Madre de Dios hätten das nötig. Aber da die technischen und finanziellen Möglichkeiten begrenzt sind, können sie nur so arbeiten. Um das Gold zeitsparend zu extrahieren, wird Quecksilber verwendet. Auch zum Schaden derer, die damit hantieren. Schon kleinste Mengen Quecksilber beeinträchtigen die Nieren- und Gehirnfunktion, verursachen Krebs, greifen das Nervensystem an und führen zu neurologischen Erkrankungen. Das Gift ist umso schädlicher, weil es leicht verdampft. Und Quecksilberreste, die bei der Amalgamierung von Gold übrig bleiben, gelangen in die Flüsse. Der Abbau in Flussläufen wurde verboten, wenn dabei große Bagger zum Einsatz kommen, weil das die Gewässer schädigt und die Ufer zerstört. Das ist gesetzlich verboten. In der Region La Pampa zum Beispiel wird im großen Stil Gold gewaschen. Ein Verbot in dieser Region ist im Gespräch. Mehr als 30.000 Garimperos arbeiten ohne Genehmigung in diesem Naturreservat. Sie hinterlassen verseuchte Böden, auf denen nie wieder etwas wächst. Diese Region in Peru wurde zum Symbol für die Zerstörung des Amazonasgebietes. Goldsucher haben über 50.000 Hektar Regenwald vernichtet. Eine Fläche so groß wie 93.000 Fußballfelder. Das schmutzige Gold von Madre de Dios wird gewaschen wie Drogengeld, wenn es auf die Finanzmärkte gelangt. Es wird in der Schweiz zu sauberem Gold, obwohl es schmutzig ist. Eine Bank verkauft es an einen gutgläubigen Kunden, der verkauft es dann weiter und der nächste auch. Es wird gekauft und verkauft. Am Ende ist es sauberes Gold, obwohl es nach wie vor schmutzig ist.
Die Hälfte des in Peru gewonnenen Goldes landet in der Schweiz. Fast 150 Tonnen transportiert KLM jedes Jahr mit Linienflügen. Im Schnitt sind das 5 Milliarden Dollar. In Goldbarren. Die Raffinerien, die daran mitverdienen, sprechen nicht mit den Medien. In der Schweiz gilt das Gesetz des Schweigens, die Omerta. Und dann gibt es noch kleinere Firmen, die auch jetzt noch immer noch involviert sind, unter anderem auch die Comercializadora Tamboreal, die größere Mengen auch der Metallor geliefert hat. Und auch dort gehen die Berichterstattungen in Peru davon aus, dass die in Madre de Dios involviert ist. Die Schweiz importiert jedes Jahr etwa 2.500 Tonnen Gold, ist damit der größte Importeur von Gold von der Welt überhaupt. Die Komplizenschaft Schweizer Raffinerien mit dem organisierten Verbrechen oder der Staatskriminalität reicht zurück bis in die 80er Jahre, als über 90% des südafrikanischen Goldes, das unter einem UN-Embargo stand, in der Schweiz gewaschen und in Zürich verkauft wurden. Une entreprise suisse est accusée d'avoir raffiné 3 tonnes d'or pillées en République démocratique du Congo. Während des Bürgerkriegs im Kongo 2004 haben die Rebellen mit dem Goldstaub aus den Minen ihre Waffenkäufe finanziert. Der NGO Trial zufolge war den Schweizer Raffinerien, die dieses Gold importierten, dessen Herkunft bekannt. Die Schweizer Argor Heraeus AG ist eine der weltweit führenden Goldraffinerien mit Sitz im Tessin. Uns liegen Beweise vor, dass zwischen 2004 und 2005 etwa 3.000 Tonnen Gold aus dem Kongo, aus einem Kriegsgebiet, von ihr weiterverarbeitet wurden. Dabei handelt es sich also um extrem schmutziges, gestohlenes Gold, das in der Schweiz gewaschen wurde. Es wurde nicht nur von äußerlichen Verschmutzungen, sondern auch hinsichtlich seiner Herkunft gereinigt. Und es kam dann auf den legalen Markt, frei von jedem Verdacht. Die für die 5 größten Goldraffinerien der Schweiz wichtigsten Großbanken nehmen direkt Einfluss auf die Regierung. Und die Regierung, das sage ich als Schweizer Bürger und das ist skandalös, verschließt die Augen und argumentiert, wie wir es seit 3 Generationen seit dem Nazi-Gold kennen. Die Schweiz sei ein Land mit vollständiger Konvertibilität. Die Suche nach Gold war einer der Gründe für die spanische Kolonisierung Amerikas. Stiche von Theodor de Broglie aus dem 16. Jahrhundert zeigen den Albtraum dieser Eroberung der neuen Welt. Wie etwa in Die Schlacht von Cajamarca in den Anden, die Hinrichtung des großen Inka-Herrschers Atahualpa nach der Zahlung seines Lösegelds in Gold. Als moderne Konquistadoren holen heute multinationale Konzerne das Gold aus dem Boden der Inkas. Unternehmen, die Millionen Dollar investieren, um die alten Abbaugebiete zu erweitern. Yanacocha Newmont betreibt in den Bergen von Cajamarca die größte Tagebaumine Südamerikas. Das Gold, überhaupt die Bodenschätze, können einen Beitrag zur Entwicklung eines Landes leisten. Aber dazu müsste Peru den Bergbau neu regeln, im Sinne eines Gesellschaftsvertrags, damit er den nationalen Interessen und denen der Region dient. Daran fehlt es. Und das führt bei vielen multinationalen Unternehmen zu Missbrauch über ihre Zahlungen hinaus. Es gibt tatsächlich Unfrieden zwischen den Unternehmen und der regionalen Bevölkerung. Diese Bilder einer Überwachungskamera zeigen Bauern, die für das Recht auf Wasser demonstrieren. Sie wollen nicht, dass die Goldindustrie ihnen buchstäblich das Wasser abgräbt. Mit ihrem Kampf um Wasser und Menschenrechte
stemmen sich die Bergbauern gegen die Expansionsinteressen der größten Goldmine Südamerikas. Ihr Slogan lautet: Wasser ja, Gold nein. Die Bevölkerung hier organisiert sich nicht bewusst und rational, um ihr Wasser zu schützen. So ist es nicht. Dahinter stehen politische Führer, die sie anführen und aufhetzen. Gewaltbereite, radikale Umweltschützer, denen es um mehr als das Wasser und die Konga-Mine geht. Das tun selbst Priester, besonders einer, Arana. Cuidado, el diablo lo vaya a meter un rayo. Meine Arbeit als Priester stand bei der Landbevölkerung in der Minengegend immer im Einklang mit meinem Glauben. Du kannst den Leuten nicht sagen, sie sollen glücklich sein über die Liebe Gottes, wenn sie Tag für Tag nichts als Leid erleben. In einer Schöpfung, die ihnen immer fremder wird, um die sie sich beraubt fühlen von denen, die dort Gold abbauen. Tausende Familien haben ihre natürlichen Wasserquellen verloren. Sie haben nicht nur den Geschmack an dem Wasser, das sie immer getrunken haben, verloren, sondern auch gesehen, dass ihr Vieh das Wasser nicht mehr trinkt und seltsame Krankheiten bekommt, die sie bis dahin nicht kannten. Denn der moderne Bergbau ist sehr toxisch. Und hier wird im großen Stil abgebaut. Jeden Tag werden 600.000 Tonnen Gestein bewegt, mit Cyanid versetzt und mit Chlorgas neutralisiert. Das Gold wird zudem mit Quecksilber extrahiert, und das ist hochgiftig. Im Juni 2000 verlor ein Lastwagen auf dem Weg zur Yanacocha-Newmont-Goldmine 150 Kilogramm Quecksilber auf der Straße von Cholopampa. Die Bevölkerung wurde nicht informiert und war tagelang dem gefährlichen Gift ausgesetzt. Durch Stillschweigen und Gleichgültigkeit wurden mehr als 1000 Menschen kontaminiert und leiden bis heute an den Folgen. Das Unglück geschah am 2. Juni 2000. Durch Fahrlässigkeit von Yanacocha wurde hier Quecksilber verschüttet. Wir wissen nicht, wie es passiert ist, ob es ein Unfall war und warum sie uns 20 Tage lang dem Quecksilber ausgesetzt haben. Es war über die ganze Straße verteilt. Ich habe es mit einem Stück Papier aufgesammelt, so als kleine Kügelchen. Wenn ich sie vermischte, wurden sie größer. Dann habe ich das Papier zusammengefaltet und in die Tasche gesteckt. So ging ich weiter. Wir waren beunruhigt, weil wir Ausschlag bekamen. Wir haben geblutet und uns übergeben. Viele hatten Ausschlag am ganzen Körper und ihnen war schwindelig. Darum machten wir uns Sorgen. Wir sahen schrecklich aus mit dem Ausschlag und haben uns beschwert. Aber die von der Yanacocha-Mine sagten, wir könnten es ruhig aufsammeln. Quecksilber sei harmlos. Sie sagten, wir leben damit, das schadet nicht.
Sie haben für das Quecksilber bezahlt. Am oberen und unteren Ende der Straße wurden Buden aufgestellt. Und dort haben sie den Leuten das Quecksilber abgekauft, das sie ihnen in Fläschchen und alle möglichen gebracht haben. Sie haben 1, 2 oder 20 Euro bezahlt, je nachdem, wie viel die Kinder ihnen brachten. Ich nahm es mit nach Hause. Mein Haus steht da oben. Ich habe alles in ein Loch geworfen. Und in dem Loch ist es noch immer. Rundherum sind alle Pflanzen verdorrt. Und meine Tiere sind auch verendet. Sie wollen uns nicht helfen. Janakotscha verwies uns an ihre Versicherung, aber die hilft uns auch nicht. Es heißt immer nur, das deckt die Versicherung nicht ab. Diese Probleme haben wir hier alle. We've continued to work with the local population. We put in a program of insurance for all of those people, medical insurance for all of those people. So if there are any mercury-related health issues, that they're covered by that. And we have an ongoing risk assessment and evaluation of any potential long-term environmental effects, and we have seen none in that. But it is an area that we continue to be very concerned of. I mean, that is a black eye for us. The last time I was here, one of the things that we were looking at is whether or not there was a way that we could see a jewelry trade that developed in the region. In Choropampa wurde die Mehrheit der Bauern nie entschädigt. Viele Opfer warten immer noch darauf, dass ihnen Gerechtigkeit widerfährt. 1993 wurde Peru viertgrößter Goldproduzent der Welt. Indem der Staat die Entstehung riesiger Goldminen unterstützt, unterstützt er auch Unternehmen wie Yanacocha. Unternehmen, die weder sozial noch umweltverträglich handeln. Wie sich Newmont in Peru verhalten hat, das wäre in den USA völlig undenkbar gewesen. Peru ist zu einem Land geworden, in dem der Großteil der sozialen Konflikte im Zusammenhang mit dem Bergbau steht. Dem Bericht der Menschenrechtsbeauftragten zufolge hat die Hälfte aller sozialen Konflikte mit der Umwelt zu tun und etwa 60% davon mit den Bergbauaktivitäten. Inocente.
In Peru werden Demonstrationen oft gewaltsam niedergeschlagen. Und die Polizei zögert auch nicht, auf die Bevölkerung zu schießen. In Cajamarca sterben an diesem Tag 4 Menschen. Hat die Luxuswelt am Ende doch ein Einsehen? Erstmals präsentiert der Schweizer Juwelier Chopard auf dem Filmfestival in Cannes 3 Schmuckstücke aus verantwortungsvoller Produktion. Über 75% der Goldproduktion werden zu Schmuck und Uhren verarbeitet. Beginnt hier ein Wandel? Wenn wir heiraten, tauschen wir Ringe aus. In 9 von 10 Fällen sind es goldene. Sie haben einen hohen Symbolwert, ganz so wie Diamanten. Vielleicht sollten wir deshalb genau hinsehen, was sich darin verbirgt, wo wir doch so viel damit verbinden. Damit der Traum nicht zerbricht. Auf der einen Seite haben wir dieses reine, wunderbare Metall mit seiner großen Geschichte. Und auf der anderen Seite Korruption, die Umsiedlung der indigenen Bevölkerung, schlechte Gesundheits- und Sicherheitsstandards. Da müssen wir die großen Unternehmen fragen, was tragt ihr dazu bei? Ich denke, man kann nicht die ganze Branche über einen Kamm scheren. Es gibt immer weiße und schwarze Schafe. Es gibt die, die sich bessern wollen, und andere, die weitermachen wie bisher. Verantwortungsloses Gold oder schmutziges Gold wird es in Zukunft schwer haben. Denn die Käufer wollen nicht mit einem Produkt in Verbindung gebracht werden, mit dem ein hohes Maß an Sklaverei einhergeht. Fairtrade gibt es erst seit 2 Jahren. Und unser Marktanteil ist winzig. Anfangs waren es etwa 30 Kilo pro Jahr. Aber er wächst. Wir erreichen jetzt schon etwa 500 Kilo pro Jahr. Warum Sotrami Santa Filomena? Wir sind durch Zufall darauf gestoßen und dann erwies es sich als größtes Projekt für Fairtrade Gold mit dem größten Potenzial. Bis jetzt haben wir unser ganzes Gold bei 2 großen Schweizer Bankhäusern gekauft. Aber jetzt gibt es da diese kleine Quelle, bei der wir uns eindecken können. Und wir werden unsere Einkaufsmenge dort erhöhen. Es handelt sich dabei um Kleinbergbau.
Im Rahmen unserer Kooperation mit der Alliance for Responsible Mining haben wir erste Einkäufe getätigt. Und mittelfristig ist ein Gesamteinkaufsvolumen von 10% geplant. Die großen Marken fürchten, dass die Käufer zu schnell aufhorchen und sauberes Gold verlangen könnten. Dann hätten sie ein Problem, denn das Angebot an sauber, human und sozial gewonnenem Gold ist noch äußerst gering. Das, was jetzt unter Fairtrade Gold gehandelt wird, das ist Gold, das aus einer Genossenschaft stammt, wo die Leute etwas mehr Geld kriegen und von den arbeitsrechtlichen Situationen her korrekt abgebaut wurde. Was es aber nicht abdeckt, ist zum Beispiel die ganze Produktion, ob es ohne die großen Gifteinsätze wie Cyanid oder Quecksilber, ob das wirklich vermieden wird und ist damit noch kein globales Logo für ein wirklich sauberes Gold. In einem großen Kaufhaus, einem großen Supermarkt in Genf oder Lausanne kann Ihnen der Geschäftsführer zu jedem der vielen tausend Produkte, die dort angeboten werden, ganz genaue Angaben machen über die Herkunft, die Zusammensetzung, den Preis und so weiter. Sie glauben doch wohl nicht, dass bei Gold die Rückverfolgung unmöglich ist. Bis die fünf großen, diese fünf großen Goldproduktionsmaschinen ganz anders vorgehen, nicht nur im Sinne von Nachhaltigkeit, mit der sie sich jedes Jahr in einem Nachhaltigkeitsbericht brüsten, indem sie auf ein Projekt mit irgendeiner NGO irgendwo am Ende der Welt verweisen, sondern so vorgehen, dass von Humanität die Rede sein kann. Das wird noch dauern. Aber der Bewusstseinsprozess ist da. Immerhin. Ich denke, es herrschten schon immer kartellähnliche Strukturen, weltweit. Ob in großen Regierungen, Banken oder der Industrie, um uns, die kleinen Leute, ruhig zu halten. Denn das füllt ihnen die Taschen. Es trifft nicht sie, aber Millionen andere. Etwa 15 Millionen Menschen im Kleinbergbau stehen weltweit rund 90 Millionen gegenüber, die in Armut leben müssen, wegen eines Edelmetalls, das eigentlich ihnen gehört, weil es von ihrem Land kommt. Wir können diese Menschen nicht länger ausbeuten. Sie müssen ihren gerechten Anteil erhalten. Ich denke, die Industrie muss ganz schnell aufwachen und viel verantwortungsbewusster handeln. So wie bereits die Energiekonzerne, die Automobilindustrie, die Lebensmittel, ja sogar die Rüstungsindustrie verantwortungsbewusst handeln, wo sie haftbar gemacht werden könnten. Es genügt nicht, die Zerstörung des Amazonas-Regenwaldes oder des Altiplano in Peru nur zur Kenntnis zu nehmen, ein wenig Mitleid zu empfinden oder sich fünf Minuten über diesen Skandal aufzuregen, um dann das Programm zu wechseln. Und das war's. Wir sind die Akteure in dieser Geschichte. Wir sind materiell und ganz konkret mitverantwortlich.
Schließlich haben wir alle Rechte hier in der Schweiz, anders als in Honduras oder Peking. Dort sind die Menschen nicht frei. Aber hier gibt es keine Entschuldigung für unser Nichtstun. In Jahrhunderten hat sich von der Mine bis in die Vitrine fast nichts geändert. Der Goldrausch geht weiter, an den Flussufern und tief unter der Erde. Der Goldwahn setzt sich fort. Kaum einen kümmert's. Und die Luxusindustrie tut lieber so, als wisse sie von nichts. Die Verbraucher sehen über alles hinweg. Doch so muss es nicht weitergehen. In der Schweiz gibt es die Better Gold Initiative für ein besseres Gold. Auf verantwortungsvolle Weise gewonnen. Doch das ist noch ein langer und schwieriger Weg. Im Namen des Goldes, des Inbegriffs von Luxus, von Zivilisation, sind Reiche aufgestiegen und andere untergegangen. Paradoxerweise landet ein Großteil des Goldes, nachdem es raffiniert und in Barren gegossen wurde, von neuem unter der Erde, eingeschlossen in Panzerschränke. Better come prepared. Survival of the fittest.